und herzlich willkommen zu dem, der Weg zur Strandfigur in 6 Wochen für Männer, Woche 3 bis 4. Ihr seht jetzt schon, ich bin nicht im Fitnessstudio, ist auch dafür jetzt gar nicht nötig, weil ihr dieselben Übungen weitermacht. Das Einzige, was jetzt ist, erstmal vorweg gesagt, natürlich der neue Trainingsplan, wie immer auf meiner Facebook-Seite, unten im Video verlinkt übrigens, runterladbar und ausdruckbar. Das Einzige, was wir in euren Übungen jetzt ändern für die nächsten 2 Wochen, ist die Wiederholungszahl und wie viele Durchgänge bzw. Sätze ihr macht. Und zwar wird das Training jetzt insofern umgestellt, Laufband müsst ihr immer noch so machen wie vorher, das ist ja zum Aufwärmen und nachher ein bisschen Ausdauer noch zum Ausklingen lassen quasi. Aber jetzt macht ihr nur noch 5 Durchgänge bzw. 5 Sätze mit jeweils auch nur 5 Wiederholungen. Dafür setzt ihr aber das Gewicht hoch, ist ja klar. Ihr macht weniger Wiederholungen, dann könnt ihr das Gewicht ein bisschen höher machen. Das ist nämlich um die Maximalkraft zu erhöhen. Damit bereitet ihr euch quasi vor auf die 5. und 6. Woche, wo ihr das definitiv brauchen werdet. Weil wenn man ein hohes Gewicht nimmt und die Wiederholungszahl weiter runtersetzt, dafür aber mehr Durchgänge macht, dadurch wird man halt schneller, stärker. Was wir vorher gemacht haben, war eher so die Vorbereitung, so Ausdauerkraft darauf, was jetzt auf euch zukommt, damit ihr das überhaupt handeln könnt. Und wie gesagt, also viel habe ich da jetzt gar nicht, was ich euch erzählen kann, was ich euch zeigen kann. Das ist einfach jetzt, damit ihr kräftig werdet, damit ihr schnell kräftig werdet. Und deswegen jetzt die nächsten 2 Wochen 5 Wiederholungen mit 5 Durchgänge bzw. Sätze mit jeweils 5 Wiederholungen bei jeder Übung, außer die Sit-Ups. Und da macht ihr auch übrigens zwischen jedem Durchgang 90 Sekunden Pause, damit die Muskeln so ein bisschen Zeit haben, sich wieder zu erholen, eine kurze Erholungspause, damit ihr auch weiter schafft. Und vergesst bitte nicht, bevor ihr anfangt, immer erstmal, zum Beispiel bei der Hantelbank, nehmt ihr einfach erstmal nur die Stange und macht den Bewegungsablauf erstmal, bevor ihr da wirklich die Gewichte draufknallt, die ihr haben wollt, damit ihr euch an die Bewegung gewöhnt, damit ihr euch eure Muskeln schon ein bisschen auf die Bewegung und Belastung vorbereitet. Dann mal die 90 Sekunden Pause immer einhalten. Und wie ich es auch schon beim anderen Trainingsplan gesagt habe, immer einen Tag trainieren, einen Tag Pause, einen Tag trainieren, einen Tag Pause, ist die Empfehlung, wenn ihr meint, ihr schafft mehr, macht es. Aber denkt immer daran, dass die Muskeln sich nur in dem Tag bilden, an dem ihr nicht trainiert. Ja, das war es eigentlich auch schon wieder von hier. Tut mir leid, das ist jetzt dieses kurze Video eigentlich, aber mehr müsst ihr jetzt gar nicht wissen. Es gibt keine neuen Übungen, es wird nichts geändert, außer halt die Wiederholung und Sätze. Ja. Was meint ihr dazu? Schreibt es mal in die Kommentare. Und übrigens hätte ich es gerne, dass ihr mir Fragen stellt. Wenn ihr Fragen habt, wie kann ich dies und jenes machen, wie kann ich das und jenes machen, wie wirkt sich das auf mich aus, dann schreibt es mir bitte in die Kommentare. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Dann kann ich vielleicht auch mal so ein allgemeines Antwortvideo machen, weil selbst jetzt, wo ich nicht gesagt habe, schreibt irgendwelche Fragen, kamen schon Fragen und ich beantworte sie ja meistens in den Kommentaren. Aber es wäre natürlich schön, da mal so ein spezielles Video zuzumachen. Und diese Woche kommt dann, meine ich, noch ein Kochvideo, vielleicht auch noch ein Snacktipp-Video, weiß ich noch nicht so. Und eventuell schiebe ich diese Woche auch noch so ein Strandfigur-Video nach mit dem Terraband. Ich habe ja persönlich letztes Jahr auch das Terraband mit auf Mallorca gehabt und habe selbst am Pool noch Übungen gemacht. Das ist eigentlich richtig geil. Das habe ich ja in 3 oder 4 verschiedenen Farben. Ich habe es in Gold, in Schwarz, in Grün und ich glaube auch in Blau. Muss ich mal nachgucken. Weil ich benutze sowieso immer nur das Goldene, deswegen habe ich es jetzt nicht so im Kopf. Und das ist dann für die Leute, die nicht ins Fitnessstudio gehen. Es kommt auf jeden Fall auch noch, das ist ein Versprechen von mir. Und das war es auch schon wieder. Auf jeden Fall wünsche ich euch jetzt noch einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend. Wie spät es auch immer bei euch sein mag, stay tuned und fit. Euer Gameblamer.